Während sich die ganze Welt um uns herum immer schneller verändert und der Arbeitsmarkt gerade in einem krassen Umbruch befindet, heißt es in unserem Bildungssystem, an unseren Schulen und Universitäten nur wieder zurück zur alten Welt. Aber diese alte Welt gibt es nicht mehr. Und ich will, dass wir jetzt endlich was verändern. Dass wir aufwachen und verstehen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, endlich radikalen Umbruch zu schaffen. Mein Herzenslernparadigma lautet Finger weg. Und das bedeutet konkret: Als erstes lernt ein Lernender sich selber kennen und kann darauf dann einen persönlichen Lernweg beginnen. Und das bedeutet konkret: Ich träume von einer Zeit, in der alle Kinder gerne zur Schule gehen. Und das bedeutet konkret: Eine Schule, die sich endgültig verabschiedet von Bewertung, von Kontrolle und Selektion. Unseren Kindern und allen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Leidenschaften zu verfolgen. Eine Schule, die jeden einzelnen Menschen ins Zentrum stellt. Ihre und seine Fähigkeiten, Potenziale und Möglichkeiten. Und das bedeutet konkret: Sich auf einen Sinnweg begeben und am Ende zu einem selbstbestimmten oder einem selbstverantwortlichen Lernen führt. Die Menschen, die lernen, können dann selber bestimmen, was genau sie brauchen, wo sie sich das herholen, in welcher Reihenfolge sie vorgehen. Und schlussendlich wird dann das, was sie sich erarbeiten, zu ihrem sich angeeigneten neuen Wissen oder Können oder Fertigkeiten. Studenten und Studentinnen sagen, wenn sie die Uni verlassen, dieser Ort hat mich auf diese Welt gut vorbereitet und ich kann ganz aktiv an der Welt für morgen mitbauen. Dann haben wir einen sehr großen Schritt in Richtung eines neuen Lernparadigmas geschaffen, welches im krassen Gegensatz zum standardisierten Schulsystem steht. Eine andere Zukunft braucht eine andere Bildung. Klimawandel, neue Arbeit, digitale Welten. Wenn wir diese Herausforderungen erfolgreich anpacken wollen, dann brauchen wir eine andere Schule. Und dafür ist die Zeit jetzt. Das ist doch eigentlich schon mal ein ganz schönes Ergebnis. Und zwar jetzt.